willkommen zu dieser Ausstellungseröffnung. Ich bin geradezu überwältigt, wie viele Menschen hierher gefunden haben heute Morgen. Also liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen. In die Begrüßung schließe ich speziell einige Persönlichkeiten ein, über die ich mich auch besonders freue, dass Sie hier sind. Das ist in erster Linie Thomas Grützberg, der Kulturdezernent der Stadt Duisburg, der heute hier ist und gleich auch ein Grußwort der Stadt Duisburg sprechen wird. Herzlich willkommen, Herr Grützberg. Dann freue ich mich, dass auch Hermann Wesslau hier ist, der Chef aller Bürgervereine in Duisburg. Ich glaube, das heißt Verband der Bürgervereine in Duisburg. Da ist er der. Doch einfach Sprecher. Sprecher. Er spricht auch gerne. Herzlich willkommen, lieber Hermann. Ja. Auch unsere Fördergesellschaft des Museums ist vertreten. Dirk Rothstoll ist hier. Herzlich willkommen, Dirk. Ja, und dann begrüße ich natürlich ganz besonders herzlich die Künstlerin, die heute hier ihre Bilder ausstellt, Dorothee Impelmann. Herzlichen Dank. Ja, es war eine interessante Geschichte, wie es zu dieser Ausstellung kommt. Ich darf das ganz kurz vielleicht erläutern. Als ich hier anfing, das war vor etwa 3 Jahren, da war schon dieses wunderbare große Diorama aufgebaut hier in der Herrenschwimmhalle oben auf der Empore. Und man suchte noch ein Hintergrundbild oder irgendetwas, um das noch irgendwie zu umrahmen. Und Dorothee Impelmann hat also schon Vorschläge eingereicht und war also schon fast auf dem Sprung, ihre Bilder dort an der Wand anzubringen als Hintergrund für das Diorama. Ich habe mir die Bilder angeschaut und gedacht, das geht ja gar nicht. Da interessiert sich ja kein Mensch mehr für das Diorama, wenn diese wunderbaren, großen, bunten Bilder dahinter hängen. Das machen wir ganz anders. Da machen wir mal eine richtige Ausstellung draus und hinter das Diorama machen wir was ganz Schlichtes, Graues. So wie es jetzt auch der Fall ist, können Sie nachher gucken. Also, und so ist es dazu gekommen, dass wir also hier jetzt eine Ausstellung machen. Hat ein bisschen gedauert, gut 2 Jahre, aber in der Zeit sind dann noch wunderbare Bilder dazu entstanden. Und so haben wir also das Glück, heute, ich glaube, sind über, wie viele Bilder sind es? 51 Bilder sind also jetzt heute hier zu sehen. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Impelmann, dass Sie uns diese Bilder hier zur Verfügung stellen, damit wir sie hier zeigen können. Sie haben sich bei mir bedankt, dass wir das hier für Sie ausstellen. Es ist natürlich umgekehrt. Wir müssen uns bei Ihnen bedanken, dass wir Ihre Bilder hier zeigen dürfen. Das ist eine Verdankung für das Museum. Ja. Und ich habe auch nicht sehr viel Mühe aufwenden müssen, unsere Kunstexpertin im Haus davon zu überzeugen, dass wir hier eine Ausstellung mit Bildern von Frau Impelmann machen sollten. Nämlich Frau Dr. Cornelia Gaber-Schier. Sie hat sofort begeistert zugestimmt und hat auch diese Ausstellung kuratiert. Dorothee Impelmann, Anblick, Rückblick, Ausblick. So lautet der Titel der Ausstellung und ich sage, was macht die Identität einer Stadt und ihrer Region aus? Was sind dabei die markanten, sich verfestigenden und sofort wirkenden Kennzeichen und Merkmale? Auch mit der Gefahr von dabei entstehenden Klischees. Welche Spuren hinterlassen fundamentaler Wandel oder tiefgreifende Veränderungen einer Stadt bei jedem Einzelnen von uns? Dies sind keine Fragen, die ich hier nun unter dem Aspekt des Stadtmarketing beleuchten will, auch wenn sie dort natürlich ebenfalls hingehören, sondern Fragen, denen wir uns in Duisburg häufig widmen. Und das geschieht kontinuierlich. Hier nur beispielhaft angeführt in den verschiedenen Bürgervereinen der Westdeutschen begrüßt worden. Und nicht zuletzt auch, und das ist jetzt kein Fehler von mir, wenn ich sage, und nicht zuletzt auch im Kultur- und Stadthistorischen Museum unserer Stadt. Im nächsten Jahr werden sich die Akzente im März explizit unter dem Thema Heimat mit diesem Fach beschäftigen und in ihrem Programm wie gewohnt spartenübergreifend beleuchten. Und ab heute nun diese Ausstellung hier im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt. Denn in ihrer Ausstellung und den Werken, die bis in den April 2015 hier präsentiert werden, geht die in Hamburg aufgewachsene Dorothee Impelmann auch dem Thema Heimat nach.
Die Bezeichnung Ihrer Ausstellung, Anblick, Rückblick, Ausblick, ist dabei programmatisch und in Ihren Impressionen von Hafen und Stahl, so der Untertitel, werden ausgehend von autobiografischen Erinnerungen markante Orte Ihrer Heimatstadt künstlerisch verdichtet und mehr als nur abbildend dargestellt. Vielmehr dienen die Motive auch als Folie für Ihre Sicht, Ihre Auseinandersetzung, Ihre Empfindungen angesichts der Veränderung unserer Stadt und unserer Region, die dann mit künstlerischen Mitteln in sehr intensive Bilder umgesetzt werden. Dorothee Impelmann, gelernte Bankkauffrau, sie war auf gutem Weg, Frau Impelmann, und als Gründungs- und Vorstandsmitglied des Kunstvereins Duisburg dort völlig überraschend auch für die Finanzen zuständig, wirkt sozusagen zweigleisig und verbindet ihre beiden Berufe miteinander. Dies geschieht mit dieser Ausstellung ausgesprochen konkret, denn kaufen Sie fleißig von diesen Ausstellungsexponaten, denn 15% der Bildverkauferlöse werden der Arbeit des Vereins Hafenkitz hier im Moorort zufließen. Dafür jetzt, Frau Impelmann, schon an dieser Stelle meinen persönlichen Dank, denn immerhin haben Dr. Weber und ich mit vielen anderen diese Hafenkitz ja aus der Taufe gehoben. Ich wünsche uns allen viele interessante Einblicke in Vertrautes, wie in bislang Unbekanntes und Neues. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und Glück auf.